Hallo, wir begrüßen euch wieder zu einer neuen Folge von Albas täglicher Sportstunde. Heute wieder mit dabei Emilia und ich, Stefan. Wir sind ja gestern auf eine Reise gegangen und ihr habt uns wieder sehr, sehr tolle Antworten gegeben, wo wir hinwollen. Und Aber das, warte ja. mal ganz kurz. Bevor wir euch das verraten, was ihr alles für super Ideen hatten, wollen wir uns doch erstmal guten Morgen sagen, oder? Okay, dann machen wir das zuerst. Dann lasst uns hinsetzen. So, ihr kennt das schon von gestern. Wir haben unser Guten Morgen-Ritual gestern ein bisschen anders gemacht und das wollen wir heute wieder machen. Dafür wieder ganz gerade hinsetzen. Wir wollen ganz tief ausatmen und unser Guten Morgen-Ritual so lang wie möglich ziehen. Dafür guckt ihr wirklich, dass ihr ganz doll bis an eure Zehenspitzen rankommt. Alles klar? Dann geht's Bereit? los. Okay. Tief durchgeatmet. Das war ganz schön lang. Ja, jetzt aber dreimal so schnell wie es geht. Bereit? Bereit. Okay, los geht's. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen. So, ordentlich begrüßt. Moment mal, aber jetzt will ich auch wirklich wissen, wo die Reise hingeht. Genau, wir hatten ja diese super Antworten von euch gehabt und einige will ich euch jetzt vorstellen. Einmal dachtet ihr, dass wir zu einem Vulkan reisen, dann das andermal zu einer Barfußinsel, weil wir auch ganz viel barfuß gelaufen sind. Wir wollten aber auch in das Schweineland oder in den Umkehrwald. Im Umkehrwald macht man nämlich alles andersrum, als wir das sonst machen. Aber unsere Idee war das, mit dem Albatros zusammen zur Bushaltestelle zu reisen. Und wer fehlt für unsere Reise? Na, der Albatros. Dann lass uns aufstehen und unseren Rhythmus klatschen, dass wir ihn abholen, oder? Super. Okay, der Rhythmus, den habt ihr gestern auch kennengelernt, der ist jetzt ein bisschen anders. Wenn ihr es nicht mehr genau wisst, schaltet einfach nochmal die Sendung von gestern an, dann könnt ihr nochmal genau zuhören und wir erklären euch, wie der Rhythmus geht. Wir fangen trotzdem alle zusammen ganz langsam an. Warte, wie war das nochmal? Wir stellen uns etwas breiter hin in eine leichte Kniebeuge und fangen dann an. Wir fangen auf unseren Oberschenkeln an. Bam, bam, clap, 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 bam. Bam, clap, 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 bam, clap, bam, clap, bam, bam, clap, clap, clap. Klappt doch super. Gleich weiter, Genau. oder? Bam, bam, clap, 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 bam, bam, clap, 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 bam, clap, bam, clap, bam, bam, clap, clap, clap. Ein bisschen schneller. Und nochmal. Oh, da ist er ja. Ja, da haben wir ihn wieder abgeholt mit unserem Rhythmus. Ich bin froh, dass der Albatros gerade gekommen ist, weil die Position, das merkt man dann irgendwann in den Oberschenkeln ganz doll. Auf jeden Fall. Aber jetzt sind wir da. Jetzt können wir endlich zu unserer Bushaltestelle. Wir brauchen heute ganz viel Platz in unserem Zimmer, dass wir die Reise antreten können. Also macht euch ganz, ganz viel Platz. Wir brauchen richtig viel Platz. Falls ihr da ein bisschen länger zu braucht, drückt die Pause-Taste, räumt ein bisschen auf und dann geht's gleich zusammen los. Sehr gut. Ich hoffe, ihr habt euch jetzt alle richtig viel Platz verschafft. Bevor wir wirklich losgehen können, wollen wir wieder unsere Schuhe ausziehen. Denkt dran, Emilia. Die Schnürsenkel Schleifen aufmachen, ihr zu Hause aufmachen. auch. Schnürsenkel auf, Socken aus, Schuhe und Socken zur Seite. Der Albatros hat's gut, der hat da gar keine Schuhe an. So,
Ich bin bereit. Ich hoffe, ihr zu Hause auch. Ihr auch. Und dann gehen wir jetzt erstmal ganz gemütlich durch unser Zimmer. Ich bin ja gespannt, wer uns heute alles so begegnen wird auf unserem Weg zur Bushaltestelle. Ich glaube, da werden wir viele Sachen entdecken. Und wir wollen mal ein bisschen schneller laufen. Die Arme mitnehmen. Einfach laufen. Oh, warte mal. Ich sehe da doch schon was. Ist das nicht ein Esel? Das sieht nach einem Esel aus, ja. Aber das ist nicht irgendein Esel. Der Esel spielt ja Gitarre. Kannst du uns das mal vormachen? Ja klar, wir wollen ja auch eine Runde Gitarre spielen. Also, der Esel hält seine Gitarre fest und holt ganz doll mit seinem Arm aus. Aber der Esel läuft auch rum, oder? Der steht ja nicht die ganze Zeit nur. Ach, stimmt ja. Der galoppiert. Genau. Ihr könnt das auch versuchen bei euch im Zimmer zu Hause. Oh, er nimmt die Gitarre in die andere Hand. Wen das zu schwer ist, der läuft ganz normal und spielt die Luftgitarre. Der sagt, ey, laufen brauche ich nicht. Der kann vielleicht sogar schon die Knie ein bisschen höher nehmen beim Galoppieren. Richtig nach oben. Ja, richtig hoch. Puh. Also, mein Gitarrensolo klang auf jeden Fall richtig gut. Jetzt muss ich erstmal Arme und Beine ausschütteln. Dabei können wir ja locker weiterlaufen. Genau. Wir schütteln uns wieder aus und gehen durch unser Zimmer. Einfach ausschütteln. Ich sehe schon unser nächstes Tier. Das ist ein Hund. Wir gehen in den Vierfüßlerstand. Unser Hund, der spielt nämlich das Schlagzeug mit seinen Pfoten. Und wir gehen alle runter. Und wir laufen nach vorne. Und wieder nach hinten mit den Füßen. Und wieder nach vorne. Und wieder nach hinten. Die, die das schon super machen, die können auch immer die Arme mit dazu nehmen, wenn sie mit den Füßen nach vorne tippeln. Wenn du mal ausrutschst, ist es nicht so dramatisch. Einfach weitermachen. Wieder nach oben und wieder loslaufen. Wir können da auch die Arme mal weiter auseinander machen und die Beine und so zurücklaufen. Das ist ein super Schlagzeug. Ich glaube, wir waren super Hunde. Wir nehmen unseren Hund mit und wir laufen wieder einmal durch das Zimmer und schütteln uns aus. Mensch, das ist ein ganz schön langer Weg bis zur Bushaltestelle. Genau, aber wir wollen da schon hinkommen. Mal sehen, wie wir alles noch treffen. Moment mal, das ist aber kein Hund. Das ist doch kleiner als ein Hund. Das ist eine Katze, oder? Das sieht aus wie eine Katze, ja. Die Katze spielt Klavier. Sowas habe ich auch noch nie gesehen. Das sieht lustig aus, ja. Damit wir richtig an unsere Klaviertasten rankommen, müssen wir uns ganz weit nach unten strecken. Hier vorne an unseren Klöcheln haben wir erstmal die weißen Tasten. Und wer richtig weit nach unten kommt, kann an seinen Zehen auch mit den schwarzen Klaviertasten spielen. Und wieder daran denken, dass wir die Knie durchgedrückt haben wollen. Schafft ihr es auch dabei, euch durch den Raum zu bewegen?
Nur mal gucken. Einfach ausprobieren. Genau, ihr könnt dabei ein bisschen durch euer Kinderzimmer oder das Wohnzimmer laufen. Sehr gut macht ihr das. Und ich habe noch ein anderes Tier entdeckt. Das ist der Hahn, der das Akkordeon spielt. Das Akkordeon? Und dass wir das ordentlich spielen können, ihr legt euch mal hin, der Albatros legt sich hin, Emilia und ihr natürlich zu Hause auch, auf den Rücken. Und ihr nehmt die Beine nach oben. Und jetzt macht ihr immer die Beine einmal auseinander und dann wieder zusammen, als ob ihr das Akkordeon spielt. Genau, und immer hin und her. Ganz weit auseinander. Ihr könnt dazu auch die Hände mitnehmen, die die Tasten spielen, genauso wie die Beine. Genau. Ihr könnt die Beine auch einmal ganz durchstrecken. Sehr gut. Für wen das jetzt sehr anstrengend ist, der kann sich mit den Händen hinten abstützen und kann das dann machen. Genau, super. Oder wie bei Emilia, ihr spielt die Töne noch. Sehr gut. Wer das ganz anstrengend haben will, der macht seine Beine ganz knapp über den Fußboden und spielt das Akkordeon dort. Für alle, die das ein bisschen einfacher haben wollen, die machen die Beine nach oben, winkeln die ein bisschen an und dann ist das ganz einfach. Das ist ein super Akkordeon bei euch. Mensch, der Hahn hat ganz schön was drauf. Genau. Und ihr könnt wieder aufstehen. Ihr zu Hause auch? Genau, lieber Albatros, auch einmal hinstellen. Das war anstrengend für einen Vogel, oder? Genau. Jetzt haben wir euch einige Tiere vorgestellt. Und wir müssen die uns ganz genau merken. Das erste Tier, das war ein Esel. Und was hat der für ein Instrument gespielt? Das war unsere Gitarre gewesen. Genau. Das zweite Tier war ein Hund und der hat das Schlagzeug gespielt. Tier Nummer 3. War das nicht die Katze? Genau. Die Katze mit ihrem Klavier. Und als letztes, war der Hahn. Das war unser Hahn. Genau, mit dem Akkordeon. Der hat das Akkordeon gemacht. Perfekt. Diese vier Tiere merken wir uns jetzt, weil wir wollen ein kleines Spiel mit euch spielen. Und dazu müssen wir uns alle Tiere merken. Wir sind jetzt nämlich an der Bushaltestelle angekommen, aber irgendwie ist der Bus noch gar nicht da. Der braucht bestimmt noch eine Weile, oder? Genau. Dann lass uns doch das Spiel gleich spielen, oder? Das ist eine gute Idee zum Zeitvertreib. Genau. Ihr lauft jetzt durch euer Zimmer und Emilia wird euch immer sagen, was wir für Übungen machen. Und wenn ich dann etwas rufe, das Tier, dann machen wir genau diese Übung nach. Also wenn wir wieder den Esel rufen, dann spielen wir unsere Gitarre. Rufe ich den Hund, dann spielen wir das Schlagzeug auf dem Boden. Und so weiter, okay? Ihr bewegt euch jetzt genauso wie Emilia und der Albatros und so wollen wir durch unser Zimmer laufen. Und auf geht's! Okay, erstmal drücken wir uns wieder so weit es geht auf die Zehenspitzen. Das macht ihr entweder ein bisschen langsamer oder ganz schnell. Wieder immer versuchen, dass ihr auf den Zehenspitzen lauft. Nehmt dabei die Arme richtig mit. Ihr könnt die Knie da auch ein bisschen höher nehmen. Hauptsache, ihr seid auf den Zehenspitzen. Und der Hahn. Was hat der Hahn gemacht? Das Akkordeon. Genau. Und einmal auf den Boden legen und das Akkordeon spielen. Sehr gut. Das kann wieder jeder machen, wie er will, das Akkordeon.
Super. Und wir laufen weiter. Jetzt auf unseren Hacken. Wieder an die Arme denken. Das geht entweder ganz langsam oder ganz schnell. Der Albatros hat das auch schon super geübt. Der kann jetzt auch sehr gut auf den Hacken laufen. Und wir sind ein Esel. Wir laufen durch das Zimmer. Wer schafft, galoppiert durch das Zimmer. Und auch die andere Seite benutzen und galoppieren. Puh, okay. Und weiter geht's. Diesmal auf den Außenkanten von unseren Füßen. Probiert das wieder aus, so gut wie ihr das könnt. Wem das schwerfällt. Und auch hier kann man fleißig die Arme mitnehmen. Genau, und wem das schwerfällt, kurz absetzen und dann wieder neu versuchen. Und die Katze. Was macht die Katze? Nein, das war unser Hund, lieber Albatros. Wir spielen das Klavier. Versucht an alle Tasten ranzukommen. An die schwarzen bei den Zehen und an die weißen bei dem Knöchel. Wer schafft, bewegt sich dadurch den Raum. Und es geht weiter. Jetzt auf den Innenkanten. Denkt dran, die Beine sind etwas weiter auseinander und wir laufen auf unseren Innenkanten. Denkt auch hier an eure Arme. Immer wenn die Arme richtig mitgenommen werden, fallen die Bewegungen gleich ein bisschen leichter. Und auch hier wieder, wer es schafft, ein bisschen schneller durch das Zimmer. Und der Hund. Jetzt bist du dran. Genau, der spielt das Schlagzeug. Wir gehen auf den Boden. Und auch der Hund, der läuft durchs Zimmer. Huch. Falls ihr ausrutscht, einfach wieder weitermachen. Wem das zu schwer ist, bleibt auf der Stelle stehen und trommelt erstmal nur mit den Füßen oder nur mit den Händen. Und weiter geht's. Okay, was fehlt noch? Unser Hopserlauf. Genau. Dafür denken wir wieder dran. Wir setzen mit dem Hacken auf, drücken uns bis auf unsere Fußspitze und kommen richtig nach oben. Alles klar? Auch wieder die Hände mitnehmen, stimmt's? Auch wieder die Hände mitnehmen. Auf geht's. Los geht's. Könnt mal probieren, ob ihr so hoch springen könnt, wie es geht. Dafür werden die Arme auch richtig mit nach oben genommen. Und dazu passt super unser Esel. Nochmal die Gitarre. Und die Hand wechselt wieder bei unserer Gitarre. Und noch einmal wechseln. Okay. Also so außer Puste war ich lange nicht mehr. Oder? Ich glaube, wir setzen uns mal alle ganz kurz hin und schnaufen einmal durch. Ich hoffe, der Bus kommt gleich. Ja, ich glaube, der müsste jetzt bald da sein. Setzt ihr euch auch ruhig kurz hin. Legt euch hin. Alles ganz unproblematisch. Wir haben echt viel gemacht. Ein bisschen zur Ruhe kommen, dass der Atem wieder ganz ruhig wird und euer Herz nicht mehr ganz so doll schlägt. Atmet dafür einfach tief durch die Nase ein und ganz lang aus dem Mund wieder aus, sodass der Bauch wieder ganz leer wird. Und noch zweimal.
Ich finde es total toll, dass wir so viele Musiktiere gerade bei uns an der Bushaltestelle hatten. Oder? Das sollte eigentlich immer so sein, oder? Auf jeden Fall, ja. Sag mal, kennst du eigentlich das bekannteste Musiktier von allen? Es gibt ja ganz viele, aber ich sag euch, eins ist das bekannteste. Das ist nämlich die Ukulunke. Echt? Ich kenne den Klubberbub. Den Klubberbub? Oder den Knurrbecher. Aber es gibt doch auch noch so ein ganz bekanntes mit A oder E. Warte mal, mir fällt das gleich ein, Du weißt, was ich meine, oder? Ja. Das ist doch irgendwie... Ich weiß nicht genau. Genau, aber vielleicht fällt euch das zu Hause ein. Wir würden uns riesig darüber freuen, wenn ihr uns eure Musiktiere, die ganz tollsten Musiktiere, die euch einfallen, wenn ihr uns die schickt, wenn ihr euch dann wieder hinsetzt und die aufmalt und wir dann wissen, welche Musiktiere ihr so toll findet. Und wir haben wieder ganz viel gemacht. Und dann würden wir uns freuen, wenn ihr morgen wieder bei Albers täglicher Sportstunde dabei seid. Bis morgen. Tschüss.